So, hallo zusammen. Heute habe ich mal wieder eine Reparatur für euch. Und zwar habe ich hier einen Sony CD-Player. Das Modell ist CDP CX235. Das ist ein 200er CD-Wechsler. Also man kann quasi 200 CDs reinstellen. Und dann dreht er quasi die CDs immer weiter, dass man quasi zwischen den CDs nahtlos wechseln kann, ohne dass man die CD tauschen muss. Das Gerät lässt sich auch ohne Probleme anschalten. Ich habe auch aktuell, wenn man die Spindel quasi, also die Tür öffnet, sind CDs drin. Dauert kurz immer. Also ich habe hier ein paar CDs reingestellt von mir. Und ich jetzt sage ich mal versuche hier eine CD zu spielen. Läuft das Lämpchen noch grün. Er kann auch den CD-Text lesen. Grundsätzlich spielt er die CD auch ab. Er erkennt das, was drauf ist. Er erkennt die CDs. Aber das Problem ist, man sieht es gleich hier, er springt ohne Ende. Also man schafft es, eine CD mit 70 Minuten innerhalb von einer Minute zu hören. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Also der Laser schafft es anscheinend nicht mehr, die Spur der CD zu halten und springt deswegen hin und her. Jetzt fängt er auch die ganze Zeit von vorne an. Und auch wenn man Tracks vorspringt und sagt, man will irgendwie einen Track 7 oder so lesen, ist er auf einmal bei 6 jetzt wieder. Er fängt wieder von vorne an. Also man hört es auch, also ich weiß nicht, ob man es im Video hört, aber im Hintergrund, der Laser springt die ganze Zeit. Jetzt sind wir bei Track 5, 6, also ja. Ich würde sagen, wir schrauben es gerade mal auf und schauen uns mal an, wie das funktioniert. Ist eine sehr interessante Technik. Und dann eben, was das Problem ist. So, ich habe das Gerät mal aufgeschraubt. Also es sind an der Oberseite zwei Schrauben, an den Seiten jeweils zwei Schrauben und hinten an der Oberseite sind es nochmal drei Schrauben. Und so schaut das Gerät von innen aus. Man sieht eben hier die große Spindel, wo dann die ganzen CDs drinstehen. Und hier hinten ist das eigentliche Laufwerk. Und um es mal zu demonstrieren, wie das Gerät eigentlich funktioniert, wenn wir jetzt hier Play drücken, dreht er quasi die Spindel so weit, bis die CD hier hinten ist. Holt sich die CD ins Laufwerk und spielt sie dann hochkant ab. Und danach, falls man fertig ist und die CD wechseln möchte, genau, die andere CD sich holen. Bei CD7 zum Beispiel und soll sie dann lesen. Aber auch bei anderen CD, damit es nicht an der CD liegt, springt er genauso. Jetzt scheint es da zu funktionieren tatsächlich. Das sind aber die ersten paar Sekunden. Und da haben wir es, er springt wieder. Und auch wenn man Pause drückt, also Pause-Taste, dann läuft sie auch rot und ein bisschen wartet und dann wieder Play macht, dann läuft sie ein paar Sekunden relativ stabil. Und dann springt er aber sofort wieder. Also es muss irgendwo da hinten im Laufwerk sein. Der Rest funktioniert ohne Probleme. Jetzt werfe ich mal die CD aus und dann schauen wir uns mal das Laufwerk hinten ein bisschen genauer an. Erste Vermutung war jetzt, also man sieht jetzt vom Laufwerk hier den Laser, der ist da hinten drin. Da ist die Linse, das was ein bisschen glänzt. Da ist eben die Mechanik, die den Laser eben hin und her bewegt. Meine erste Idee war, dass einfach der Laser dreckig ist und dass er deswegen eben die Spur nicht mehr halten kann. Aber ich habe den Laser gereinigt, also die Linse sauber gemacht. Ich habe die Metallstange zur Führung sauber gemacht. Ich habe das hier hinten sauber gemacht, habe es neu gefettet. Hat wenig bis gar keinen Erfolg gebracht. Also ich hatte am Anfang das Gefühl, es wurde besser. Aber naja, nach der zweiten CD war das dann auch wieder vorbei. Das hat auch nichts geändert tatsächlich. Also entweder ist der Laser zu schwach, also dass er kaputt ist, dass die Diode kaputt ist, oder der Abstand passt nicht, aber ich vermute tatsächlich eher, dass der Laser an sich kaputt ist, weil, oder dass zumindest sehr, sehr viel Dreck auch innen drin ist. Das Gerät war nicht ursprünglich mal im Raucherhaushalt gestanden, also man hatte es am Anfang gesehen, es war hier wirklich alles dreckig, stinkig, man riecht es auch jetzt immer noch ein bisschen. Und es war auch alles wirklich, also auch die Metallflächen waren wirklich schmierig von diesem Nikotin.
Und deswegen vermute ich auch, dass da eben sehr, sehr viel Dreck auch im Laser drin ist. Und das kann man halt unmöglich sauber machen, weil wenn man da halt irgendwie das versucht auseinanderzubauen und da ein Draht abreißt, so ein ganz feine, hartdünne Drähte, das ist natürlich die gesamte Lasereinheit defekt. Ich habe halt das Gerät grundgereinigt, alles zerlegt und gereinigt schon. Das habe ich vor dem Video gemacht. Aber auch das hat eben wenig Erfolg gebracht. Ich habe auch schon, man sieht hier eben so ein kleines Poti. Da kann man eben laut Internet die Intensität des Lasers ein bisschen verstellen. Also ich habe hier hinten die Klappe abgenommen und habe auch das versucht einzustellen und ein bisschen zu verdrehen. Deswegen ist auch der schwarze Punkt, weil ich habe es markiert, wie es ursprünglich war. Das hat tatsächlich auch wenig bis kein Erfolg gebracht. Am Anfang schien es wieder so, als würde es funktionieren, aber dann wurde es tatsächlich eher schlimmer statt besser. Also ich habe es eher verschlimmbessert. Aber ich habe tatsächlich gerade keine andere Lösung gesehen, als eben einfach das Laufwerk zu tauschen. Und für so ein Gerät rentiert sich jetzt tatsächlich. Das Laufwerk ist zwar an sich relativ teuer, man kann sich auch bloß den Laser kaufen, aber ich habe halt das gesamte Laufwerk genommen, weil es dann einfacher ist zum Tauschen. Und wenn der CD-Wechsel danach funktioniert, dann passt es so. So, das Gerät ist jetzt ausgesteckt. Ich habe ein bisschen gewartet. Und um euch mal schnell zu zeigen, wie man am besten jetzt hier das Laufwerk ausbaut. Wir sehen hier oben dieses Metallteil. Das kann man abschrauben. Da sind hier zwei Schrauben, hier eine Schraube. Von hinten sind dann noch zwei Schrauben reingeschraubt. Hier drüben ist noch eine Schraube. Und dann muss man diesen Bügel hier auch noch demontieren. Die Kabel hier vorsichtig abstecken. Hinten und vorne sind auf beiden Seiten gesteckt. Und dann kann man eben vorsichtig das Teil nach oben rausklappen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil zum einen ist es nämlich hier vorne unten eingehakt. Zum anderen haben wir hier eben noch die Mechanik für dieses für die Schiene hier eben zum Führen der CD. Da ist eben hier die Mechanik, dass man die noch aushakt. Die ist hier bloß auch gesteckt. Dieser Bolzen muss eben quasi hier ausgehakt werden. Und dann kann man eigentlich das Gerüst nach oben wegnehmen. Und dann kommt man eben relativ leicht an den Laser hinten hin. So, ich habe jetzt das Teil mal abgebaut. Jetzt sieht man auch schon, dass man hier deutlich besser ans Laufwerk rankommt. Um das jetzt aber letztendlich noch freizulegen, zum einen hier eben das Kabel abstecken, die Verbindung zum Laufwerk. Zum anderen schraubt man einfach noch diese Schraube raus. Und dann kann man eben diesen Metallbügel abnehmen und das gesamte Laufwerk nach oben rausziehen. Man muss beachten, dass hier noch eben was eingehakt ist, und zwar der Mechanismus, der dann eben die CD anpresst an den Motor da unten hier. Der ist hier eingehakt, dass man den noch aushakt und dann kann man eigentlich das Ganze nach oben rausziehen. Und dann haben wir auch schon den Laser vor uns, beziehungsweise die Laufwerkeinheit vor uns. Und dann können wir schauen, dass wir sie tauschen. So, ich habe jetzt hier mal die Laufwerkseinheit ausgebaut. Muss man aufpassen, das ist hier alles ein bisschen schwierig, weil das ja alles bewegliche Teile sind. Man sieht eben jetzt hier ganz gut den Laser. Der wird dann eben hier über diesen Motor, sag ich mal, bewegt. Man sieht auch, der ist sauber, der hat keine Kratzer. Also daran kann es schon mal nicht liegen. Dann ist hier eben der Teller, auf der die CD sich dreht. Und das Ganze ist eben hier über diese vier Federn außen gelagert, dass sich eben der Laser bewegen kann. Und somit bei leichten Erschütterungen oder Vibrationen nicht gleich die CD zum Springen anfängt. Zusätzlich haben wir hier noch zwei kleine Federn, die eben das Ganze ein bisschen stabilisieren. Ich habe mir jetzt online im Internet bei eBay eine neue Lasereinheit gekauft. Man sieht auch, die ist von der Oberseite her komplett identisch, auch noch von den Zahnrädern her deutlich schöner. Da ist die hier halt schon wahrscheinlich aufgrund der Nikotineinwirkung sehr, sehr stark vergilbt und dreckig. Das kriegt man auch nicht mehr sauber. Aber die Unterseite ist hier eben deutlich komplexer, wie eine relativ große Platine, auf die eben hier das Flachbandkabel zum eigentlichen Laser geht und hier das große Flachbandkabel, was zur Platine vom CD-Player geht. Und hier ein bisschen Steuerung, paar ICs. Und hier auf dem, nicht Nachbau, aber auf der nachgekauften Platine haben wir eben das hier ist der gleiche Anschluss, allerdings die Motoren sind ja auf so einer ganz kleinen Platine, auf der direkt ein Anschluss dran ist. Und das heißt, entweder versuchen wir jetzt quasi diese Platine umzulöten auf die Motoren hier, oder ich tausche einfach nur den Laser nach da
Allerdings hätte ich halt dann die ganzen dreckigen Zahnräder auch noch mit dabei. Zusätzlich ist es so, ich habe bei meinem Laufwerk noch eben eine Einbauanleitung dazu bekommen, wo eben grob drin steht, wie man das Ganze machen muss. Muss bedenken, wenn man sich ein neues Laufwerk kauft, haben manche Modelle hier diesen Lötpunkt. Das ist so eine Lötsicherung, sage ich mal. Die muss man vorher noch entfernen. Das heißt, also im Lötkolben diesen Punkt hier warm machen und den Lötpunkt entfernen, dass eben die Verbindung unterbrochen ist. Steht aber auch nochmal alles dann, wenn dann hier in so einer Anleitung beschrieben. Also ich tausche jetzt als erstes mal nur den Laser, lasse das Laufwerk mal ganz, weil die Zahnräder eigentlich noch relativ in Ordnung ausschauen. Wäre zwar schön, die neuen da drin zu haben, aber ich probiere jetzt einfach mal nur den Laser zu tauschen. Ich habe jetzt hier schon mal das Flachbandkabel abgesteckt. Man kann nämlich jetzt hier, so wie ich das sehe, die Stange, also diese Metallstange in die Richtung rausziehen, wenn man hier die Verriegelung löst. Und dann kann man den Laser rausnehmen. Das gleiche mache ich dann, sage ich mal, hier oben auch. Dann entferne ich die Lötbrücke, die ich vorher gezeigt habe. Und dann setze ich den Laser da ein. Schließe das Kabel an. Der Anschluss nämlich am Laser an sich ist nämlich der gleiche. Und dann schauen wir mal, ob wir das Laufwerk einbauen und in Betrieb nehmen können und ob es besser funktioniert. Oder ob der Fehler irgendwo auf der großen Platine hier liegt. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, aber mal schauen. So, also der Laser ist getauscht, wie das auch da oben steht, Sony drauf. Das stand auf dem der vorherigen nicht. Ich habe auch das Zahnrad, das musste man nämlich rausnehmen, damit man eben den Laser rausnehmen kann. Habe jetzt einfach mal das neue reingesteckt, ist ja baugleich. Aber der schaut dann doch schon ziemlich fertig aus. Der Rest ging eigentlich noch. Das Kabel ist auch wieder angesteckt. So sieht es eben aus, wenn man die Stange rausnimmt. Also ich habe quasi hier mit einer Hand diesen Pin weggedrückt. Und dann kann man eben von hinten die Stange rausschieben. Wenn man vorher das Zahnrad rausnimmt, dann fällt einem der Laser auch schon recht schnell entgegen. Die Lötbrücke, die man eben entfernen muss, die sieht man jetzt hier nicht mehr so gut. Da unten drin. Die habe ich auch entfernt. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt die Einheit mal so, wie es jetzt ist, ein in den CD-Player. Und schauen, ob der CD-Player jetzt funktioniert. Ich hoffe es. Aber mal sehen. Kurz zur Montage von dem Laufwerk. Man sieht hier unten, da muss eben dieser Pin wieder rein. Und hier ist ein Pin. Und auch dann hier im Laufwerk das dazugehörige Loch hier. Und man muss aufpassen, muss diesen Stift, der hier so rüber steht, auch wieder hier hinter diesen Stift einhaken, dass der Teller eben so weggehalten wird. Und wenn man das nicht eingesetzt hat, dann nimmt man sich wieder das Verbindungsstück, setzt es von oben auf und verschraubt es hier. Dann ist das Laufwerk eigentlich schon wieder montiert. So, also, Laufwerk ist montiert, Kabel ist angeschlossen. Ich habe jetzt mal den Metallbügel noch nicht eingebaut tatsächlich. Den braucht man nicht unbedingt. Es kann es halt passieren, dass beim Zurücklegen von dem Arm die CD falsch reinfällt, weil hier normalerweise das Ding zum Führen noch da ist. Aber da das Gerät gerade offen ist, kann ich das dann in dem Fall dann noch stoppen oder korrigieren. Das habe ich jetzt auch noch nicht angeschlossen, das ist auch nicht wichtig, ist im Prinzip bloß eine LED. Das erkennt er auch nicht, ob die dran ist oder nicht. Aber mich interessiert jetzt eben, ob das Ganze funktioniert. CDs sind wieder drin, habe ich drin gelassen. Ich drücke jetzt einfach mal Play. Dann schauen wir hier zu. Er holt sich die CD ganz normal, das funktioniert auch. Er dreht sie. Er ist deutlich ruhiger, das merkt man schon mal. Und bis jetzt schaut es gut aus. Jetzt warten wir noch ein bisschen ab, weil er ist ja vorher auch erst bei so 10, 12, 13 Sekunden teilweise zum Springen erst angefangen. Also dem her könnte es jetzt auch Zufall sein. Ich würde sagen, Reparatur erfolgreich. Schauen, ob wir springen können. Muss auch sagen, dass die CD läuft dadurch deutlich ruhiger als vorher. Unser Laser ist deutlich leiser. Der andere hat ein bisschen mehr Krach gemacht, also.
Sagen, das Gerät funktioniert. Genau so wie es soll. Gut, dann baue ich das mal zusammen und dann schraube ich auch den Deckel wieder drauf. Dann schließe ich es mal an die Stereoanlage an und dann schauen wir, ob auch der Klang da ist, ob Sound rauskommt und wie gut es klingt. So, also ich habe das Gerät jetzt mal hier zugeschraubt, fertig, angeschalten mit einem optischen Kabel an meinen Verstärker angeschlossen. Und wenn ich jetzt hier Play drücke und hört es dann gleich, ich kann es bloß nicht lange laufen lassen, wegen Urheberrechtsverletzung sonst, aber Player spielt ohne Probleme. Auch das Wechseln von der CD ist kein Problem. Jetzt wechsle ich mal zu CD 5. Ne, CD 1 ist es, glaube ich, sogar. Ich würde sagen, Reparatur erfolgreich. Gerät funktioniert. Und bis auf die zwei kleinen Dellen hier im Gehäuse ist auch der optische Zustand sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.